Auf einer neuen weiteren Folge von Let's Play Pokémon Schwert. Im letzten Part haben wir gegen Roy gekämpft, der vorletzte Trainer in der Arena Challenge, Liga, wie auch immer, Herausforderung. Und dann wollten wir gegen Delion kämpfen, aber dann hat sich Rose auf die riesigen Fernseher geschaltet und hat gesagt, dass er die finstere Nacht eingeleitet hat. Und wir wollen es aufhalten, gehen deswegen jetzt hier in den Wald, um zu gucken, ob wir die legendären Pokémon vom Schild und Schwert finden, die uns helfen können. Das gibt's noch nicht. Der Nebel ist ja dichter als damals. Hey, diesmal sind wir zu zweit. Weird. Wild. Das sind sie. Das müssen die Pokémon des Schwertes und das Pokémon des Schildes sein. Und weg sind sie. Hey, wo wollt ihr hin? Wir brauchen eure Hilfe. Na ne, warum seht ihr so tatenlos rum? Was meinst du, die Pokémon des Schwertes und des Schildes waren doch eben hier. Hast du das doch nicht gesehen? Sie sind gerade in den Wald verschwunden. Was warst du denn da? Außer euch war hier weit und breit niemand zu sehen. Aber was haben wir denn eben gesehen? Eine Vision oder was? Das weiß ich leider auch nicht, aber ich habe jede Menge Bücher gewälzt, darunter auch welche, die nicht aus Gala stammen. In einem davon bin ich endlich auf eine neue Information gestoßen. Das Pokémon, das Schwert, das heißt Sashian. Und das Pokémon, das Schild ist Samacenta. Angeblich wurden die beiden vor langer, langer Zeit jenseits des Schlummerwaldes geboren. Verstehe, danke, Sanir. Okay, wir müssen den beiden Pokémon begegnen. Auch wenn es eine Version war, das heißt, das Schwert oder Schild, die sie bei sich führen, könnten auch nicht weit sein. Nein, du wirst es. Oh, da kann man Wasser. Nee, kann man nicht. Schade. Da kann man Angul. Was ist denn hier los? Hm. Wären die schon vorher in den Wald gedurft? Ich glaube nicht. Ich glaube, es hätte nicht geklappt mit dem Nebel und so. Als ob hier noch nie wer war. Sieht ihr das an? Dort strahlt eine unglaubliche Atmosphäre raus. Wir sind der Legende definitiv auf der Spur. Liegt denn da auf dem Boden? Ein Spielzeugschwert und ein Spielzeugschild. Na sieh nur, das Schwert und das Schild, die Legende ist also wahr. Ja, let's go. Du hältst ein rostiges Schwert. Mit diesem Schwert soll ein Held einstmals großes Unheil abgewendet haben. Rost sowie der Zahn der Zeit haben jedoch ihre Spuren hinterlassen. Okay, ich nehme den Schild, aber das Ding hat echt schon mal bessere Tage gesehen. Ob man damit wirklich die finstere Nacht bezwingen kann? Naja, zumindest als Glücksbringer ist es gerade noch zu gebrauchen. Der große Glücksbringer. Die Bewirkung des Schwertes und des Schildes hingegen scheinen in einen tiefen Schlaf gefallen zu sein. Sieht zuerst, als seien sie wie doch auf uns allein gestellt, wenn wir dir dann helfen wollen. Ja, weiter. Bitte. Begib dich zum Klarstadion, okay. Dann let's go. Ach, du kannst hier kein Flugtaxi rufen, bitte weißt. Kann man Fluchtseil benutzen? Besitzen wir sowas überhaupt, ist die Frage. Ich glaube nicht. Ja, geil. Das ist ja jetzt doof. Turbo. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt den ganzen Weg auch wieder runter müssen. Na, hat der Van Item verpasst. Nee, ich hab kurz gedacht, dass da ein Shiny war. So.
Und draußen. Ja, denn jetzt. Ja, fast. Nicht? Wo sind Sie denn hingeflogen, würde ich fragen, da? Ja, natürlich, ja, NPC, das war klar. Was ist mit der Musik los? Dev. Oh, hallo ihr zwei. Dummes Timing, dass dieses ganze Chaos direkt vor dem Champ-Match zwischen Delion und dir ausgebrochen ist. Wow. Der Assistente von Rose meinte, er wollte die Galar-Kreatur der Energie retten. Die irgendein Pokémon Problem abgibt, ja. Ne? Ich habe nicht den blassen Schimmer, wie das funktionieren soll. Das ist der blanke Wahnsinn. Ja, es ist piepegal, wie gefährlich diese finstere Nacht sein mag. Ich weiß nur eins. Ich muss meinem großen Bruder helfen. Mann, hab kann einfach nicht stillstehen. Manche Dinge in Sinfonie. Also Glück wurde niemand verletzt, dass die Abzerale wurden von uns Alina, Latan und Popo rechtzeitig aus der Gefahr gebracht. Du wirst jetzt bestimmt noch einen Schimpf und dem Rest der Bevölkerung Galas helfen gehen, weißt? Klar. Dann bekommt es die Fensternacht also mit dem unschlagbaren Schirm sowie den Schlagsnaller Challenger und ihre Wahl zu tun. Na, da kann man wohl fast schon Mitleid haben, aber nur fast. Mit dem stärksten aller Challenger bist natürlich du gemeint. Und jetzt ab mit ins Stadion mit dir. Let's go! Ach, wer ist denn da? Was willst du denn schon wieder hier? Du hast selbst gesagt, dass du nutzlos bist. Du musst mir helfen, Challenger, und zwar sofort. Ich meine, ich natürlich. Bitte helfen, bitte! Mein Pokémon hatte sich aus einem mir unbekannten Grund hinter maximiert und ist im Stadion aus der Kontrolle geraten. Roy hat es auf seine gewohnte und beholfene Art. Er hat es auf seine gewohnt professionelle Art wieder beruhigt, aber wenn sich die anderen Pokémon hier auch dünner maximieren, sehe ich schwarz. Was, wenn das unterirdische Energiewerk, an dem sich der Liga-Präsident aufhält, einstürzt? Ich weiß, das klingt verantwortungslos und egoistisch, aber ich schwöre dich an. Bitte begib dich in das unterirdische Energiewerk und halte den Liga-Präsidenten auf. Er hat ein Pokémon namens Endynalos erweckt und der Körper dieses Wesens strahlt eine Energie aus, die bei anderen Pokémon die Dynamaximierung auslässt. Wenn wir nachts unternehmen, Dynamaximieren, sehen wir alle Pokémon der Galar-Region. Und was dann passiert, kannst du dir sicher selbst vorstellen. Ich flehe dich an, bitte fahr mit dem Aufzug dort in das unterirdische Energiewerk und rette den Liga-Präsidenten. Den kleinen Bruder des Champs habe ich auch noch nach unten geschickt, aber seitdem nichts mehr von ihm gehört. Ja, geil. Der ist doch gerade erst hergekommen, also mach mal ganz ruhig. Aber ich muss mal kurz pausieren. weiter geht's. Ja, ich kann gerade nicht mit dem Fahrrad fahren, danke. Was geht denn hier ab? Ah, was will denn der Challenger hier? Wir wollen die Fensternacht aufhalten, ne? Oh, mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Ah, du bist offenbar nicht auf dem neuesten Stand. Es gibt nichts mehr aufzuhalten. Der Fensternacht, ob er kennt, was der Dino ist, das stärkste aller Pokémon ist bereits erwacht. Ein paar Worte zu meiner Verteidigung. Ich weiß genau, was du jetzt denkst. Ich weiß, ich bin ein bösen Menschen. Das ist kein Funkverständnis für das, was ich gerade tue. Aber ich habe eine Aufgabe, eine Berufung. Ich muss die Galar-Region mit unbegrenzter Energie versorgen, damit sie sich bis in alle Ewigkeit und Frieden fortentwickeln können. Um das zu erreichen, habe ich ein Dynalos von Sterne verabreicht. Das rote Licht, das in Claw City für so viel Aufregung gesorgt hat, war Teil eines Experiments, um ein Dynalos zu erwecken. All das sind Vorkehrungen, um die Zukunft der Galar-Region zu schützen, verstehst du? Ich werde nicht zulassen, dass du mir dabei in die Quere kommst. Wer mehr sehen? Ein Kampf, mal gucken, was der kann. Alter, die Musik. Rose von Makrokosmos. Ja, da hat er auf seine fette Plauze geguckt. Ja, genau. Kavalanzas? Oh, der hat Stahl-Pokémon, ja, zu warten. Ja, gut. Das ist nicht gut. Das ist ein richtiger Gott.
Ich weiß, was er als Endynolus, was er als Gigadynamax hat. Ich jetzt aus dem Kopf raus wieder nicht. Tja, dann warten Sie ab. Warten Sie ab und staunen Sie. Ah, das war heftig. Ja, ein bisschen zu heftig. Bickti-Klack. Alter, die Musik geht richtig ab. Jo. Oh, Tintantel. Genau der gleiche Typ. Nee, der ist Pflanze statt Käfer, aber trotzdem. Armstrong hat ein Level Up. Aber der sieht nicht so verrückt aus wie Olivia. Das stimmt. Klick die Klack. Hm. Nicht die Eisenstacheln, aua. Ja, wenn ich ein physisches Pokémon habe. Oh nein, Stromstoß. In Mordsinger. Das ist ja so die Weiterentwicklung. Warum ist die so klein? Lässt du das mal bleiben? Wird er wohl ein Pokémon haben, was wir nicht von hinten? Man weiß es nicht. Bei mir schon. Ja, stimmt, ja. Ein Bulldozer. Oh, mein letztes Pokémon. Das sieht nicht gut aus für mich. Hat die eine Raya. Und der hat eine krasse Verteidigung. Hachu. Ups. Alter, Crit. Ja, jetzt hilft mir Crit auch nicht. Oh Gott. Ja, dieser Schrei, bei dem hat diese komischen einfach so sind. Oh! Ja, ich werde dir zeigen, was abgeht hier. Oh, mein letztes Pokémon, das sieht aber nicht gut aus, finde ich. Immer noch nicht. Okay, jetzt sind sie aber wirklich gekommen. Okay, wenn du den Kampf geschafft hast, müssen wir pausieren. Mano. Das ist nur 90, das ist nicht gut. Ah, schade. Ja, knapp. Bin ich gespannt, ob es bei mir reicht. Ja, war es jetzt schon knapp. Kommt natürlich drauf an, ob es ein Crit ist oder nicht. Ja! Ich bin sofort da. Ja, nicht weiter drücken jetzt. Jo, dann lesen Sie mal. Eine willkommene Abwechslung, sein Kampf. Ich habe mich schon lange nicht mehr so amüsiert. 11.000. Over 9.000. Das ist beeindruckend. Kein Wunder, dass die Leon, der unschlagbare Champ, unsere geliebte Galar-Region für dich für die Arena-Change empfohlen hat. Ich hätte nur zu gern gesehen, wie du dich im Champ-Match geschlagen hättest. Es tut mir wirklich leid, dass ich mit dieser Sache deine Arena-Challenge ruiniert habe. Aber mir blieb ja da keine andere Wahl. Unser Energieproblem muss so schnell wie möglich aus der Welt geschafft werden. Aus diesem Grund habe ich ein Dynolas erweckt. Aber es ist mir nicht gelungen, es zu bändigen. Dillion hat euren großen Kampf hingeworfen, um mich zu retten. Er ist wie ein edler Ritter erschienen, der die Prinzessin vor den bösen Drachen beschützt. Du bist keine Prinzessin. Ich liebe es, große Reden zu schwingen. Ich weiß. Aber so langsam sollte ich wirklich einen Schlussstrich ziehen. Der Champ hat den Dynolas inzwischen bestimmt gefangen. Wenn du neugierig bist, kannst du gerne mit dem Lift zu ihm hochfahren. Du wirst doch sicher auch hingehen, oder? Hopp. Ich hoffe, du bist wegen deiner Niederlage gegen mich nicht am Boden zerstört. Na los, geht und seht nach, wie es dem Champ so ergangen ist. Am Boden zerstört?
Da kennen sie mich aber nicht gut genug. So schnell lassen meine Pokémon und ich den Kopf nicht mehr hängen. Wir geben niemals auf. Das habe ich bei der Ringer-Challenge gelernt, die sie selbst ins Leben gerufen haben. Na dann weg hier. Welchen Typ hat denn Dynalos? Der ist Drache. Gift. Glaube ich. Na komm, passt. Na. Man weiß ja nie. Als ob das sich reicht. Ja, mittlerweile auf jeden Fall. Wo willst du denn hin? Ich bin bereit. Wie sieht's mit dir aus? Ja, los geht's. Ja, ich kenne meinen Rivalen. Los gehen wir. Delion retten. Ja, wir müssen ihn retten. Oha. Also ist das doch noch nicht mit dem, was ich meinte. Mit den komischen Pokémon da. Hm. Hallo. Hola. Seid ihr... Oh. Das Visier auch noch vom Kopf. Seid ihr trotz aller Gefahr gekommen, um mir zu helfen? Wow, vielen Dank. Da bin ich echt platt. Hopp und die anderen beiden, ihr seid wirklich stark geworden. Aber keine Sorge, hiermit werde ich ganz alleine fertig. Es wird kein Kinderspiel, aber... Was? Wird allerdings kein Kinderspiel, denn man kann hier seine Pokémon nicht wieder maximieren. Ich vermute, das hat irgendwas mit dem Dynalos zu tun. Aber Glurak und meine anderen Pokémon haben in Dynalos schon mal ordentlich zugesetzt. Jetzt muss ich nur noch ein Pokéball fangen und es unter Kontrolle bringen. Also aufgepasst, it's Champer Time. Wer kennt's nicht? Ja, als ob das funktioniert. Ah, das war aber ein Hyperball, was soll das? Doch nicht. Halt. Eins. No. Dabei wurde gesprengt. Was ist los mit ihm? Hallo. Wir müssen das jetzt erstmal töten, ne? Ja. Ich glaube, das steht da, dass das. Ja, das ist, ist geskriptet, wie man es fängt, glaube ich. Oh, der hat der Zwinge. Erdbeben. Oh, Feuerball? Alter, wie viel zieht das ab? Nicht ganz so viel. Nein, der ist noch nicht besiegt. Pokémon. Zug, ne? Machst du Flammenwurf gegen Feuer-Pokémon? Was erwarten sie? Der hat nicht viel, der hat nur Drachenpuls, Flammenwurf. Dann weiß ich nicht. Giftstreich, oh. Nachthi. Oh, flämme mich nicht. Ich bin kein geflammtes Lipstick, lass das. Und nach die Pai, ja. Oh nein. Nicht die Dynamax-Kanone. Ach du lieber Gott. Ja, ja, jetzt bist du tot. Alter Marvin, oh, Maschine. Nom. Was geht denn jetzt ab? Ja. Jetzt heilt er sich. Du. Was hat er denn für Schwächen? Ah. Boden? Ja, toll. Psycho? Oder? Ich glaube schon. Ich glaube, das resistiert das nicht. Aber er hat Flammenwurf, glaub, also. Ja, du bist schneller, oder? Nein. Ja, okay, aber das ist nicht so effektiv. Ja, genau.
Oh. Aber keine Sorge, sie werden gehalten, wie es aussieht. Wir haben ihn getötet. Na. Easy. Das kann ja nicht sein, da fehlt ja noch was. Der hat sich ja noch gar nicht Giga-Dynamax maximiert. Und Giga-Dynamax, ja, wer sagt, dass er das kann? Ja. Also. Wenn es ein Pokémon können sollte, dann wohl etwas, das in Dynalos heißt, oder? Vor allem, wie sieht diese Form aus? Schaut euch das mal an jetzt. Da ist es, mein letztes Teammitglied. Ja, genau. Deswegen wollte ich ja nicht mehr kämpfen, weil er overpowered gewesen wäre. Aber der hat ja nicht mal einen Kopf. Dein Wirbel ist bestimmt irgendwo was versteckt. Und die Musik ist richtig krass. Und die Kopf, Junge. Oh, was für ein Koloss, das schaffe ich nicht mal. Nicht alleine. Aber er hält uns auf. Was um alles? Ich kann meine Attacke nicht ansetzen. Hey, da hinten siehst du die ganzen Erinnerungen. Da war eben Vollunghelm. Nein, nicht Vollunghelm. Da, schon wieder. Stimmt ja, wir haben doch im Schlummerwald ein Schwert und ein Schild gefunden. Los, nimm das Schwert. Das ist zwar alt und rostig, aber für irgendwas muss es ja gut sein. Währenddessen im Schlummerwald. Was sind das denn für zwei Felsen? Oha. Tada. Da sind sie diesmal in echt. Nicht in... Visions. Ja. Form. Nein, wir können nichts dagegen tun. Aber was ist das? Boom. Alter, die Musik. Ja, genau, zu einem machen sie es jetzt. Hm. Fusion jetzt. Oh, Alter. Geht jetzt ab. Nice. Der eine hat einfach ein Schwert im Mund, der andere hat einfach so eine Mähne aus Schild. Er ist einfach ein Schild. Aber ist das gesund, das zu essen? Ich weiß es nicht. Ja, ist okay. Ich hab's verstanden. Wie ein Schwert. Ja, einfach mal so. Wackerer Schild. Die Attacke und die Finisher halt. Verteidigung. Und der Zwinger. Oh ja, ist mir egal, wenn ich die treffe, dann sterben die halt. Alter Jauler. Erhöht Angriff. Goal. Also, ob wir jetzt einfach hier drei Pokémon haben. Oder vier sogar? Alter, vier Pokémon. Alter. Na ja, genau. Nicht das Wolli. Na Wolli. Das ist ja. Zwollock. Alter, was? Sieht ja voll wenig aus. Hatschu. Was? Trifft ja alle, das ist nicht gut. Psychochinese. Alter, was ist denn jetzt los? Und bam.
einfach richtig weggecuttet. Der Gigantenhieb. Der Gigantenstoß. Transformers aktivieren. Nicht der Brand. Ach so, nicht auf mich, okay. Nee, den darfst du auch nicht töten. Brauchen die noch? Ja, ich habe meine schon ein bisschen verletzt, muss ich sagen. Deswegen ist der eine jetzt tot. Ja, geil. Sehr gut. Stolz auf dich. Tot. Die einfach sterben können. Weiß ich nicht, vielleicht kommen sie ja wieder, aber ich hat nicht den Anschein. Wieder Explosion. Los. Wams. Rein an die Olga. Wam. Bin schon weiter, haha. Ja, was für eine Überraschung. Nicht der Dynawurm. Nein, Sporlock. Darfst du nicht sterben, was soll das? Ach, das war ja nicht mehr. Oh. Relaxo, ah. Was für ein Ding? Relaxo. Alter, Relaxo. Und hui. Es ist lächerlich, ich habe einen getötet. Jetzt doof. Können die noch was anderes einsetzen? Vielleicht was Effektives? Macht der nicht. Alles aufgehoben. Aber von Zarian macht sogar mehr Schaden als von Samasenta. Oh. Geil, das hat keine Wirkung, weil ich Fee bin. Haha. Du Nichtskörner. Das ist sehr interessant tatsächlich. Alter, hör auf mit deinem Brand. Oh. Nein, stirb. Nein, nicht sterben. Jetzt ist das andere Vieh auch noch tot. Ja, viel Spaß. Was soll ne? das denn? Ja, locker. Komm, relax, du setz was Gutes an. Und jetzt krepier. Ja, senk halt noch mehr. Ja, Steiger. Giftschwall. Nein! Der war zu schlau. Und damit bin mir auch einer gestorben. No. Aber egal, er auch. Bup. Jetzt los. Darf ich mal auch was machen? Danke. So, schnapp dir ein Dino los. Warum redest du jetzt? Weiß ich nicht. Aber der Pokéball reicht jetzt, oder? Guck mal, ein Traumball sieht auch schön aus. Deck der pinke Traumball. Ja, der wird immer gefangen. Ui. Ja, no. Genau, One Hit. Ist okay. Saug es auf, Ball. Mehr Power. Ja, der macht mein Team tot. Sehr doof, ne? Und zack. Notsituation. Ich hoffe, der macht keinen Monit. Okay, Dünnerbrand ist es schon mal nicht. Ja, geht ja auch nicht auf mich. Relaxo ist auch tot. Geil. Alter, was ist da weggeflogen? Da lebt er wieder. Und springt aber weg. Wirkung. Hat das keine Wirkung? Einfach nochmal. Geh doch mal auf mich jetzt. Ja, okay. Alter. Score City. 3 Tage später. Grimasse setzt er ein. Kannst du noch irgendwas anderes?
Hey, glaubst du es denn? Wie bitte, Wurst hat sich gestellt? Sachen gibt's. Das hätte ich nie erwartet. Ich schon. Was bleibt noch anderes übrig? Das ganze Chaos geht allein auf seine Kappe. Er hat schließlich das in die selbst erweckt. Ey! Ach, sehr gut. Ich hab geschlafen wie ein Kleinstein. Seit dem Tag reden alle über nichts anderes mehr. Ohne die Hilfe von Saman Senta und Sashin hätten wir Elgiolas nie besiegen können. Nur Delion scheint die Sache schon wieder völlig vergessen zu haben. Für ihn dreht sich alles um das Championship gegen dich, das er heute nachholen will. Und das, obwohl er so schwer verletzt wurde und das sogar Bewusstsein verloren hat. Aber andererseits kann ich ihn schon verstehen. Ich muss jetzt doch nicht Grimasse ein, du Idiot. Ich bin schon ganz hibbelig. Euer Kampf findet natürlich im Scorch-Stadion statt, wo auch sonst. Auf geht's. Let's go. Aber. Nee. Diesmal wird es wirklich erst im nächsten Part sein. Und da sollte jetzt hoffentlich nichts mehr dazwischen kommen. Deswegen hoffe ich, euch hat auch diese Folge von Let's Play Pokémon Schwert gefallen. Wenn ja, lasst Bewertung da, kommentiert. Alles Mögliche, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Nicht verpassen, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.